13. Juli da. Da können wir gerne einen Kalkberiner trinken. Und übermorgen, wenn ich hier drauf schaue und auf meine Uhr, übermorgen ist der 13. Juli. Und dann ist die WM endlich vorbei, dann kann ich endlich schlafen. In einem Jahr kann viel passieren, man lässt die Eltern zurück. Das ist so eine Mischung aus extremer Vorfreude und so leichten Bedenken, was zur Hölle, was machen wir hier eigentlich? Und dann scheppert's. Das war's, glücklicherweise. Ja, wenn es jetzt einer den Karren aus dem Dreck ziehen kann, dann wir. Und das machen wir jetzt. Es wurde Geld von der FIFA von unserem Konto abgebucht. Und dann haben wir es gesehen. Wir haben Finaltickets. Endlich begonnen. Es war dann einfach, es war dann da, es war real. Wir waren real dort.